hab dir was mitgebracht. Da wirst du jetzt staunen. Entschuldigung. Kann das sein, dass wir... Sie kommen mir so unglaublich vertraut vor. Ich weiß. Max. Max Büttner. Leni. Leni Huber. Schönwald heiße ich mittlerweile. Wie lange ist das her? Das muss doch mit. Mindestens. Dass mich überhaupt getraut hat, dich aufzufordern. Und ich war so aufgeregt, dass ich dachte, mir wird gleich schlecht. Und dann. War schön damals. Na, ich fand's eher anstrengend. Ständig schweißnasse Hände, roten Kopf. Weißt du, dass über 30 Jahre bei uns im Flur ein Foto von uns beiden an der Wand hing? Zwischen allen anderen Familienfotos. Wir zwei in der Tanzschule. Bis meine zweite Frau es dann irgendwann weggeschmissen hat. Dafür hast du dich ja dann auch scheiden lassen. So ist es. Du warst die Erste, die ich geküsst habe. Ich glaube, ich war ein lausiger Küsser damals. Oder? Erinnerst du dich noch? Seit Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha. Seit Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha, schon sehr gut, cha cha cha, Wiegeschritt, cha cha cha, Wiegeschritt und später auch mal. Eine Drehung, cha cha cha, und zurück, Mann nach vorn, sehr gut, cha cha cha, alle machen mit, cha cha cha, wiege, Achtung, Aufstellung und bitte, 5, 6, 5, 6, 7, 8, seit wiege Schritt, cha cha cha, wiege Schritt, cha cha cha, sehr gut, cha cha cha, schön locker, cha cha cha, weitermachen, cha cha cha, ohne mich. Und das war's für heute. Vielen Dank. Das hat sich sehr gut gemacht. Genau an der Stelle machen wir nächste Woche weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn Sie weiter teilnehmen möchten, können Sie natürlich die Kursgebühren auch gerne bis zum nächsten Mal einfach überweisen. Bankverbindung steht hinten auf dem Flyer. Ansonsten bekäme ich für die Stunde heute 16 Euro. Nein, ich bleib dabei. Ich mach den ganzen Kurs. Gut, ich überweise das ja. Ich kann es dir auch so lange auslegen. Also bitte. Danke. Ich muss sowieso zur Bank. So, Frau Schönwald, hier ist Ihre Kurskarte. Ja. Und dann Dankeschön. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne. Tschüss.
würde mich gerne mal kurz hinsetzen. Ja, ich bin 2 Jahre älter als du. Hans war 10 Jahre älter als ich. Mein Mann. Ich war gerade pensioniert und wir dachten, jetzt können wir zusammen. Naja, dann kam der Krebs. 4 Jahre habe ich ihn gepflegt. Max, wie heißt dein Hausarzt? Max. Max. Ich rufe jetzt den Notarzt. Umziehen. Was machst du denn hier? Ich warte unten auf dich. Schon seit einer Viertelstunde. Im Mantel. Es ist eiskalt in dem Haus. Ah, nee, bloß auf. Ich habe versucht, die Thermostate auszutauschen, aber... Max, was ist los? Was denn? Ich bin ein bisschen müde. Nein. Es ist nicht das, was du denkst. Aber du warst beim Arzt. Ja.
Natürlich. Und was hat er gesagt? Hör mal, es hilft nichts, wenn du nicht zum Arzt gehst. Was redest du da? Ich war doch da. Ich habe das mit meinem Knie auch immer weiter hinausgezögert. Und nach der OP habe ich mich geärgert, dass ich nicht schon viel früher hingegangen bin. Bitte. Also, wenn du Angst hast... Ich muss einfach noch ein bisschen warten. So, und hör auf damit. Worauf willst du denn warten? Bitte, anderes Thema. Nein. Als das anfing, mit diesen Aussetzern... Eines Tages war vor meinem Haus ein Riesenhaufen Sand und Mulch für den Garten. Angeblich hatte ich das bestellt. Da liegt immer noch ziemlich viel. Ja, ich weiß. Und ein anderes Mal, da soll ich auch... Es ist noch was vorgefallen. Jedenfalls haben sich die Nachbarn beschwert. Bei der Stadt. Die haben sich sicher Sorgen gemacht. Und dann kam so ein Sozialarbeiter. Und der hat mir gesagt, ich soll doch mal zum Neurologen gehen. Und, bist du hingegangen? Ja. Gut, und dann? Ja, und dann kam der Sozialarbeiter mit einem Richter wieder. Und der sagte mir, in meinem Zustand könne er für mich eine Teilbetreuung fahren lassen. Was bedeutet das? Ach, da hilft ja jemand mit dem ganzen Papierkram. Und schließlich kam sein Anwalt. Der war scheißfreundlich. Und der verlangte Verträge und ärztliche Befunde, Bankunterlagen, paar Unterschriften. Und plötzlich sagt er, so, jetzt ist alles erledigt. Von jetzt an sorgt er für alles. Das ist doch sehr gut. Da kannst du ihn doch jetzt bitten? Ich habe ihm gesagt, dass ich noch zum Neurologen muss. Gut. Dass die Heizung nicht richtig funktioniert. Und seitdem ist nichts passiert. Der Neurologe. Hast du von dem die Adresse? Ich war nicht so gut beieinander damals. Aber ich soll wiederkommen. Das weiß ich ganz genau. Und der Anwalt? Wie heißt der? Ja, ich hab's auch irgendwo, hab ich so einen Wisch. Schallings. Kanzlei Schallings und Müller, Meier, Schmidt, wie auch immer. Kanzlei Schallings, Schmiedl und Meier, guten Tag. Büttner hier. Entschuldigung, ich brauche die Adresse meines Neurologen. Herr Schallings hat sie. Der Herr Schallings ist erst am Montag aus seinem Urlaub zurück, Herr Büttner. Wie heißt denn der Neurologe? Wenn ich das wüsste... Dann könnt ihr im Telefonbuch nachschauen. Das ist eine blöde Kuh. Ist es denn so dringend? Warum geben Sie mir nicht einfach die Adresse? Ist der Ding bei Herrn Schuster? Schuster, Donnerstag. Hallo? Ja, das kann ich leider ohne Rücksprache mit Herrn Schallings nicht machen. Er wird sich sicher hier zwischendurch in der Kanzlei melden. Und dann kann ich ihn ja Bescheid geben. So dringend ist es auch wieder nicht. Du bist über 70. Das ist alles dringend. Wir fahren jetzt dahin und holen uns die Adresse. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du früher so penetrant warst. Das musst du denn verdrängt haben. Entschuldigung? Ich hab's Ihnen ja schon am Telefon gesagt. Ja, ich brauch noch mal die Mappe. Oh, das wird mir zu blöd. Max, Entschuldigung. Das ist ich habe keine Zeit. Wir sitzen hier fast eine Stunde und Sie behandeln uns wie Luft. Was ist das für ein Benehmen? Das tut mir leid, wir sind hier gerade ziemlich im Stress. Wilhelmi, mein Name. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Eigentlich ist das bei uns nicht gerne gesehen. Das Büro eines anderen in dessen Abwesenheit. Ach, egal. Büttner war das, richtig? Maximilian. Ja, das reicht. Hier,
Der Tanzkurs muss auch noch bezahlt werden. Die Bankverbindung steht hinten drauf. Du darfst nicht mehr, über dein eigenes Konto verfügen? So, erledigt. Was war das jetzt? Eine Notiz für Herrn Schallings. Er wird das Notwendige veranlassen, sobald er zurück ist. Schön. Wenn Sie es verantworten können, dass Herr Büttner bis zur Rückkehr von Herrn Schallings ohne ärztliche Betreuung ist, dann bleibt er am besten so lange hier. Bitte? Du redest hier über mich, als sei ich heute au. Tschüss, Max. Auf Wiedersehen, Frau Wilhelmi. Tschüss, Leni. Hören Sie. Ja? Ich hab's verstanden. Also dann, mach's gut, Max. Willst du nicht noch mit reinkommen? Völlig normal, Herr Büttner. Bei der Lewy-Körperdemenz gibt es starke Schwankungen in der Symptomatik. Konzentrationsvermögen, Wachheit und kognitive Fähigkeiten variieren je nach Tagesform. Das heißt, mal bekommen Sie alles in Ihrer Umwelt völlig klar mit und dann wieder nicht. Ich will Ihnen nichts vormachen, Sie haben mich um die Wahrheit gebeten. Es kann sein, dass es Ihnen noch ein paar Monate so gut geht wie jetzt. Vielleicht auch länger. Versuchen Sie, die Zeit zu genießen. Max, ich... Also gestern Abend, dass ich einfach weggegangen bin. Leni, du musst dich nicht entschuldigen. Ich will nicht, dass das... was wahrscheinlich auf mich zukommt, dass dich das auf irgendeine Weise... dass du damit etwas zu tun hast. Ich will aber, dass du mit mir zu tun hast. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Auf einen sehr talentierten Tänzer. Ja, ich war ein ganz miserabler Tänzer. Das ging nur mit dir. Dann schon toll. Ein schönes Paar. Nein, es gehört dir. Da oben. Und die oberste Etage, über Eck. Das war mal mein Verlagsbüro. Ach. Vor 4 Jahren muss ich endgültig dicht machen. Warum? Internet. Alles, was ein kleiner Wissenschaftsverlag heutzutage veröffentlichen kann, ist dort zu finden. Umsonst. Und dein Sohn? Macht er auch was in der Richtung? Der ist Jurist.
Seit ich mich von seiner Mutter getrennt habe, seit unserer Scheidung, haben wir kaum noch Kontakt. Weiß er denn, wie es dir geht? Ich meine, weiß er von dieser Teilbetreuung? Um Weihnachten rum habe ich ihn mal angerufen, auf Band gesprochen. Der hat nicht mal zurückgerufen. Da ist er. Willst du wirklich mit zu mir? Ja. Leni Rudolf in meinem Bett. Entschuldige. So, dann habe ich die Wette doch noch gewonnen. Was? Was denn für eine Wette? Na, nix. Was für eine Wette? Aber nicht böse werden. Das ist über 50 Jahre her. Da habe ich mit einem Schulfreund gewettet. Paul Wegener, den kanntest du auch. Mit dem habe ich um 10 Mark gewettet, dass ich Leni Rudolf in mein Bett kriege. Aber dann seid ihr leider weggezogen. 10 Mark? Ja, das war für uns ein Vermögen. Du Drecksack! Also, und mehr nicht? Das wird so viel. Morgen gehe ich zu ihm. Ich will meine 10 Mark haben. 10 Mark? 10 Mark. Das ist viel Geld. Aber ich kann nichts garantieren. Das musst du auch nicht. Hauptsache, du hältst mich warm. Ich habe versucht, die Heizung selber zu reparieren. Aber am Montag kommt doch dieser Betreueranwalt zurück. Dann kann der sich doch drum kümmern. Du hast ganz kalte Füße. Ja. Max. Max. Max, wach auf. Wach auf. Ganz ruhig. Hä? Was? Ist alles gut. Aber letzte Nacht, das war konkret. Das war ganz real. Die meisten Patienten können ihre visuellen Halluzinationen sehr detailliert wiedergeben. Halluzinationen? Die Störung des REM-Schlafes mit Ausagieren von Träumen gehört ganz klar zum klinischen Bild. Siehst du, Leni, das ist normal. Das ist ganz normal. Genauso wie kurze Absenzen am Tag und dadurch verursachte Stürze, später Wahnvorstellungen. Es ist gut, dass Sie nicht alleine sind, Herr Büttner. Dringend Geld und eine Haushaltshilfe. Und natürlich weitere Arzttermine. Außerdem funktioniert die Heizanlage nicht richtig. Der Betreuer macht überhaupt nichts. Sie haben mir doch eben selbst erzählt, dass Herr Schallings gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Das ist auch schon wieder eine Woche her. Ein Teilbetreuer, ja? Das ist was anderes als ein Privatsekretär. Für einen Klienten darf er maximal 8 Stunden im Monat berechnen und nach einem Jahr sind das nur noch 6 Stunden. Das ist Ihnen ja schon klar, dass da weit mehr geleistet wird. Herr Büttner braucht keinen Betreuer wie Herrn Schallings, der nichts tut. Mein Vorgänger, Richter Kort. Ach, danke. Mein Vorgänger, Richter Kort, hat Jahre mit der Kanzlei Schallings zu tun gehabt. Ohne jede Beschwerde. Warum beschwert sich Herr Büttner eigentlich nicht selbst?
Sie sind doch schließlich nur eine Bekannte. Was heißt denn nur? Wenn seine Nachbarn veranlassen können, dass er untersucht und so gut wie entmündigt wird, dann darf ich doch wohl darum bitten, dass das Ganze noch mal überprüft wird. Da ist sie. Sie hat noch jemanden dabei. Ist das etwa der Max? Entschuldige. Guten Tag. Guten Tag. Das ist der Herr Schallings, Frau Schönwald, die Bekannte von Herrn Büttner. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, da wollen wir uns den Herrn Büttner mal anschauen. Warum ist er hier? Herr Schallings ist doch der gerichtlich bestellte Teilbetreuer von Herrn Büttner. Auch wenn Sie mir deutlich gemacht haben, dass Sie das nicht wünschen. Oder der Herr Büttner, das weiß ich im Moment noch nicht so genau. Deshalb würde ich jetzt gerne mit ihm sprechen, ja? Tut mir leid, im Moment geht es ihm nicht besonders gut. Das sehen wir dann, ja. Können wir? Bitte. Max, Frau Burkhardt ist da. Das ist wirklich ein sehr schönes Haus. Ja, und eiskalt. Die Heizung ist kaputt. Und Herr Büttner möchte natürlich keinen Monteur bestellen, ohne ihn bezahlen zu können. Frau Schönwald, auch wenn das, was mir Dr. Strelo erzählt hat, nicht sehr positiv klang, ich würde mich wirklich freuen, wenn Herr Büttner ohne Teilbetreuung zurechtkäme. Nachfolgerin, Herrn Richter Kort. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Büttner. Tag, Herr Büttner. Wie geht's Ihnen heute? Hm? Gut. Fein. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, ja? Können Sie mir sagen, welches Datum wir heute haben? Ach Gott, was ist heute? Tja, das wüsste ich jetzt im Moment auch nicht. Das ist kein Problem. Können Sie mir sagen, wie der Bundespräsident heißt? Erwischen Sie mich gerade auf dem falschen Fuß. Überleg doch mal, der mit der Behörde. Wie viel kostet denn ein Liter Milch? So 99 Pfennig. Cent. Und wie viel Geld haben Sie selbst so? Okay, da habe ich ja schon eine Menge über Sie erfahren. Vielen Dank. Ja, das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Meistens geht sie mir auch besser. Das kann ich leider nicht bestätigen. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Kurz vor meinem Urlaub? Nein, das stimmt nicht. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder, ja? So eine Situation ist nicht einfach für keinen von uns. Den Wunsch nach einer Aufhebung der Teilbetreuung muss ich leider zurückweisen. Dann nehmen Sie jemand anders. Irgendeinen anderen Betreuer. Frau Schönwald, ich verstehe nicht, was Sie gegen Herrn Schallings haben. Und Sie machen es damit für Herrn Büttner auch nicht leichter. Er hat ihm nicht mal ein Taschengeld dagelassen. Er hat ihn glatt verhungern lassen. Selbstverständlich hat Herr Büttner ausreichend Geld erhalten, um sich selbst zu versorgen. Herr Büttner. Ich möchte ihn wirklich nicht so vorführen hier, aber schauen Sie mal in die Kakaodose im Schrank. Bitte? Ja, er hat mir gesagt, dass das Geld da versteckt, wegen der Einbrecher. Tja, ich fürchte sogar, dass er eine Gauk! Tochter... Ah, der Bundespräsident heißt Gauk. Wir haben alles. Vielen Dank. Jetzt fragen Sie mich. Ihnen alles Gute.
Bitte fragen Sie mich. Wiedersehen zusammen. Die sollen mich fragen. Lass gut sein, Max. Was ist, wenn der Schallings wieder nichts macht? Der hat das vor der Richterin versprochen. Die ganze letzte Woche ist trotzdem nichts passiert. Bist du sicher? Vielleicht waren die Handwerker ja da, als ich einkaufen war. Vielleicht musst du die Heizung nur aufdrehen. Kann doch sein. Jetzt hältst du mich für bescheuert, oder? Nee. Das mit dem Geld in der Kakaodose hast du ja auch vergessen. Wahrscheinlich dauert es nur, bis der Schallings das alles organisiert hat. Du hättest gar nicht zu der Richterin gehen dürfen. Du hast nur schlafende Hunde geweckt. Ich wollte dir helfen. Ja, danke. Wenn du dich nur ein paar Minuten zusammengerissen hättest. Zusammengerissen? Ja? Zusammengerissen. Sag mal, mit wem redest du? Mit mir? Oder mit meiner Krankheit? Wer ist da? Marina, von Ambulante Pflegedienst in Metternich. Guten Tag. Ich bin die Hilfe, die Herr Schallings hat bestellt. Ja, natürlich. Kommen Sie rein, Frau Ivanchan, aber für Sie, Marina. Kann ich Schuhe anlassen? Besser ist, sonst kriegen Sie ja ganz schnell kalte Füße. Guten Morgen, ich komme wegen der Heizung. Bin doch hier richtig, oder? Bei Büttner? Doch, ja. Kommen Sie auch rein. Danke. Die Heizung ist im Keller da, hinter der Treppe. Und wo ist die Küche? Hinten links, bitte. Klingt wie Musik. Was glaubst du, was wäre, wenn deine Eltern damals nicht mit dir weggezogen wären? Wahrscheinlich würden wir uns heute schrecklich auf die Nerven gehen. Ist doch gut, dass wir auch streiten können. Was ist denn daran gut? Das zeigt, dass du nicht aus Mitleid bei mir bist. Na, so weit kommt's noch. Entschuldigen Sie. Aber ich kann da nichts machen. Wann haben Sie denn das letzte Mal Heizöl bestellt? Ja, das ist uns dann wohl durchgegangen. Ha! Ha!
gern, danke. Max? Na, ich muss telefonieren. Können Sie auch noch später? Was ist los? Ist Marina nicht bei dir? Check übernehmen. Der hat schon dreimal angerufen. Kanzler Schallingsschmied und Herr Schallings, bitte. Sofort. Herr Schallings spricht gerade. Was ist mit Max Büttner? So, das ist der Wohnbereich Wiesengrund. Ich bin der Sascha. Wenn Sie irgendwas brauchen, geben Sie mir Bescheid. Auf den zwei Gängen leben insgesamt 20 Senioren. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier sollen. Ja, wenn Sie mich fragen, war Herr Büttner heute Mittag auch in keinem besonders guten Zustand. Das ist unser Gruppenbereich hier. Guten Tag. Sie Simone. Hallo. Heute kommen meine Enkel. Das ist doch sehr schön, Frau Meier. Ich bringe Sie mal zu seinem Zimmer. Ja, das ist gleich hier vorne. Er hat großes Glück gehabt, dass gerade was frei geworden ist. So, und hier wohnt jetzt der Büttner. Max, sag mal, was ist denn? Wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich war beim Friseur. Sag mal. Ja, ist nicht ganz fertig geworden. Schön. Max. So, ich gehe zu Hause. Das wird jetzt erstmal nicht gehen, Herr Büttner. Ich gehe nach Hause. Die ganzen Alten hier. Und als Krankenschwester haben Sie das da. Das meint er nicht so. Schon gut. Max, was war denn los? Was denn? Ich habe Wölfe gesehen. Wie komme ich auf sowas? Wie geht's dir? Marina? Jetzt? Ja. Ja, sie hat eine Gehirnerschütterung und einen verstauchten Arm. Oh Gott. Es tut mir leid. Max. Ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß. Ich weiß. Büttner? Guten Abend. Mein Name ist Schönwald. Leni Schönwald. Was kann ich für Sie tun? Ich bin die Freundin Ihres Vaters. Oh, wie schön für ihn. Ich brauche Ihre Hilfe. Wieso hat er Sie sitzen lassen? Ich weiß nicht, was zwischen Ihnen und Ihrem Vater vorgefallen ist. Aber ich weiß, dass es ihm nicht gut geht. Ich bin nicht interessiert an der Villa und auch sonst können Sie alles haben. Er ist Ihr Vater und es geht ihm nicht gut. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden, ja. Aber er hat mir vor 12 Jahren gesagt, ich habe keinen Sohn mehr. Zitat Ende. Haben Sie das verstanden? Es tut mir leid. Für ihn und für Sie. Hm.
Gute Nacht, mein Schatz. Und wenn die Mama es erlaubt, dann hole ich dich am Sonntag ab. Ja? Träum schön. Dicken Kuss. Gut, dann kommen Sie mal. Wenn das so einfach ist, komme ich jetzt immer nach Feierabend. Ah. Bitte schön. Danke. Entschuldigen Sie, haben Sie getrunken? Nein. Ja, ein Cognac. Na und? Geht Sie das was an? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur der Meinung, dass Alkohol nicht hilft. Die Situation ist sicherlich schwierig. Ja, warum haben Sie Herrn Büttner einfach abholen lassen? Gut. Um es kurz zu machen, nach dem heutigen Vorfall kann ich es nicht mehr verantworten, Herrn Büttner allein zu Hause wohnen zu lassen. Sie haben trotzdem nicht das Recht, ihn einfach ins Heim zu stecken. Das ist ja wohl immer noch seine Entscheidung. Nein, ist es nicht mehr. Nach meinem letzten Besuch zusammen mit Richterin Burkhardt wurde mir auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen. Ja, dass Sie in seinem Sinne ausüben sollen. In seinem Sinn bedeutet nicht zwangsläufig so, wie er oder Sie das gerne hätten. Es tut Herrn Büttner nicht gut, wenn er aus seiner gewohnten Umgebung rausgerissen wird. Er liebt sein Haus. Glauben Sie mir, das ist die einzig richtige Entscheidung. Allein schon zu seiner eigenen Sicherheit. Und wenn ich ab jetzt immer bei ihm bin, rund um die Uhr. Sind Sie wirklich der Meinung, dass Sie ihn auf Dauer versorgen können? Das kann man Ihnen beim besten Willen nicht zumuten. Ja, und wenn ich zusätzliche Hilfen engagiere? Woher weiß ich denn, dass Sie nicht selbst von diesen Hilfen profitieren wollen, die Herr Büttner bekommt? Von dem Geld und der Villa mal ganz zu schweigen. Es gehört auch zu meinen Aufgaben, meine Klienten zu schützen. Herr Büttner und Sie, wie lange kennen Sie sich? Seit 3 Monaten? Herr Büttner und ich, wir kennen uns seit 55 Jahren. Und jetzt kommen Sie und unterstellen mir, dass... Und nach dieser langen Zeit treffen Sie ihn ausgerechnet jetzt wieder. Jetzt, wo es dem Ende entgegengeht. Ich habe dieses Wort seit Ewigkeiten nicht mehr in den Mund genommen. Sie sind ein Arschloch! Wissen Sie, uns von der Beratungsstelle wird oft vorgeworfen, wir würden die Branche in Verruf bringen. Dabei wird die Branche nur von denen in Verruf gebracht, die den Missbrauch betreiben. Kennen Sie denn die Kanzlei von Herrn Schallings? Ja, das sind momentan 4 Anwälte mit ca. 200 teil- oder vollbetreuten Klienten. Warum macht ein Anwalt das überhaupt? Ich habe gehört, für eine Teilbetreuung darf man maximal 8 Stunden pro Monat. Ja, rechnen Sie sich das mal aus. Der Satz für einen amtlich bestellten Betreuer liegt bei 44 Euro mal 6 bis 8 Stunden im Monat. Macht bei 200 Klienten und einem Mittelwert von, sagen wir mal, 7 Stunden, 61.600 Euro Umsatz im Monat. Sie sind aber schnell im Kopf. Ja, wohl nicht nur für Ihr Alter. Ich war Grundschullehrerin, unter anderem für Rechnen. Und Herr Schallings ist Anwalt. Und deshalb kann er bei wohlhabenderen Klienten einen Großteil der Stunden nach der anwaltlichen Gebührenordnung abrechnen, als Rechtsberatung. Auch wenn er gar keine Rechtsberatung macht? Wenn ein Anwalt nur seufzt, gilt das schon als Rechtsberatung. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, kann man ihm auch gar nicht vorwerfen, dass er Ihren Freund in ein Heim gesteckt hat. Aber Herr Büttner hasst das Heim. Er hat sogar ein gutes ausgesucht. Wahrscheinlich, um den Fall nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber er ist längst eskaliert. Was ist mit der Familie? Nichts. Geben Sie diesen Vordruck Herrn Büttner, wenn er wieder klar ist. Ich denke, er darf nichts mehr unterschreiben. Das hier schon. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie geht's ihm hier? Die Einrichtung ist sehr gut und auch der Personalschlüssel. Danach habe ich aber nicht gefragt. Bitte.
Ich würde Ihnen gern sagen, es geht ihm bestens, aber es fällt ihm leider sehr schwer, sich hier einzugewöhnen. Hallo. Keine Sorgen mehr mit der Post oder Überweisung oder so. Wir kümmern uns. Frau Schönwald, kommen Sie. Danke. Hier ist der Herr Büttner. Sie melden sich, wenn Sie was brauchen, ja? Ja, danke. Max, wie geht's dir? Sitzt hier ohne Buch, ohne Musik. Soll ich das Radio anmachen? Du, der Pfleger eben, der Sascha, das ist ein feiner Kerl. An den musst du dich halten. Ich habe ein Formular dabei. Das musst du unbedingt unterschreiben. Dann kommst du bald nach Hause. Schau, das ist ein Antrag auf Betreuungswechsel. Dann bist du bald zu Hause. Komm, gib mir deine Hand. Ich mach das nur für dich. Keine Zeit, es tut mir wirklich leid. Sie müssen bitte einen Termin machen. Ich habe hier einen Antrag auf Betreuerwechsel. Persönlich unterschrieben von Max Büttner. Und Herr Büttner hat verstanden, was er da unterschrieben hat? Ja, er weiß sehr wohl, dass er Herrn Schallings nicht mehr als Betreuer will. Es geht ihm nicht gut in dem Heim. Soweit ich weiß, ist das eine sehr, sehr gute Einrichtung. Ja, das meine ich nicht. Das ist ja sicher auch so. Die fremde Umgebung tut ihm nicht gut. In seinem Haus wird es ihm viel besser gehen. Und er hat genug Geld, um rund um die Uhr professionell betreut zu werden. Bitte. Ich werde drüber nachdenken. Schönwald, ich möchte Herrn Büttner besuchen. Achten Sie bitte darauf, dass die Tür hinter Ihnen wieder schließt, Frau Schönwald. Danke. Guten Tag. Ach, guten Tag. Heute kommen meine Enkel. Ach, schön. Frau Schönwald. Danke, ich kenne den Weg. Frau Schönwald. Entschuldigung, ich wollte Sie noch anrufen und es jetzt nicht an die große Glocke hängen, aber er hat mir heute Morgen gesagt, dass er Sie nicht mehr sehen möchte. Es tut mir leid, aber solche Wünsche der Patienten müssen wir berücksichtigen. Das bringt doch nichts. Frau Schönwald. Warten Sie. Bitte, Frau Schönwald. Was soll das, Max? Du willst da mein Geld. Bitte was?
Ich weiß. Du hast meine Hand geführt bei einer Unterschrift. Und deswegen glaubst du, ich will an dein Geld? Ich habe einen Antrag auf Betreuungswechsel gestellt, damit du nach Hause kannst. Ich will nicht mehr, dass du hierher kommst. Das meinst du nicht ernst? Das glaube ich dir nicht. Frau Schönwald, vielleicht wäre es besser, wenn Sie es einfach gehen. Nein, ich gehe nicht eher, als bis du mir sagst, was wirklich los ist. Ich habe dir gesagt, was los ist. Ich will, dass du gehst. Max. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist los. Ich bin zu nichts mehr nütze. Und ich will nicht, dass du dich schon wieder um meinen kranken alten Mann kümmern musst. Kannst du dir vorstellen, wie es mir dabei geht, zu wissen, dass ich vor deinen Augen verfalle? Verfalle? Das gilt doch genauso für mich. Verfallen müssen wir halt lernen. Dass wir den Bus noch gekriegt haben. Hallo? Oben. Ja, und die Badewanne ist auch groß genug. Ja. Was sagst du? Schön. Ja, man kann natürlich ein bisschen das organisieren. Ja, das kann man ja machen, natürlich. Ach, Sie sind der 13 Uhr Termin? Nein. Ich bin der Besitzer dieser Villa. Wie bitte? Können Sie mir sagen, was Sie hier machen? Ja, ich zeige diesen Herrschaften dieses Objekt. Maklerbüro Goten. Mein Auftraggeber ist die Kanzlei Schalling, Schmiedel und Meier. Also wenn es Unstimmigkeiten gibt, können wir auch gerne noch... Nein, ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat. Hm? Klären Sie es bitte mit der Kanzlei. Ja, haben Sie nicht gehört? Das ist sein Haus. Ja, vielleicht gehen wir einfach schon mal nach unten. Da gibt es nämlich einen ganz besonderen Klo. Ne? Neben der Durchreiche zum Essen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Meise? Sebastian, komm. Es wird mir jetzt hier alles ein bisschen viel. Vielen Dank. Wir denken darüber nach. Ich schicke Ihnen das Exposé dann zu, ja? Ja, ja. Das wird Konsequenzen haben. Ja, darauf können Sie sich verlassen. Kein Schritt weiter, ja? Max! Ich sagte, kein Schritt weiter! Max? Also sagen Sie mal, was soll das jetzt hier? Und? Na, das ist was anderes als dieser Muckefuckermeier. Früher hätte ich den noch mit bloßer Hand rausgeprügelt. Polizei! Polizei, bitte öffnen Sie die Tür! Polizei, aufmachen! Wir werden noch die Tür ruinieren. Thank you.
Wiederschauen. Hallo. Leni Schönwald hier. Die nehmen ihrem Vater jetzt das Haus weg. Ich möchte nur, dass Sie das wissen. Rauchen hilft nicht. Ich pack das nicht, ich kann mich damit nicht. Das musst du auch nicht. Mein Vater würde dir nicht mal die Hand geben. Ja, das muss er auch nicht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es dir nicht gut geht, so wie es jetzt ist. Du bist nicht mehr mein Therapeut. Nee, nicht mehr. Aber ich kann ja nicht so tun, als wäre ich es nie gewesen. Ich habe einen Termin bei Richterin Burkhardt. Schön bald. Sie werden erwartet. Frau Schönwald, auf mich wirkten Sie glaubhaft um das Wohl von Herrn Büttner bemüht, sodass ich ernsthaft erwogen habe, trotz Ihres Alters und einiger anderer Bedenken, einem Betreuerwechsel zuzustimmen und Sie vorzuschlagen. Tatsächlich? Tja, nur mit Ihrer gestrigen Aktion, da haben Sie mir ja jetzt jeglichen Handlungsspielraum genommen, nicht? Aber der kann doch nicht einfach seine Villa verkaufen. Herr Schallings muss doch zusehen, wie er schnellstmöglich die Heimkosten für Herrn Büttner aufbringt. Und da ist doch ein Verkauf der Immobilie sinnvoll, ja? Aber der Verkauf seiner Villa, in der er sein halbes Leben verbracht hat, das kann doch nur das allerletzte Mittel sein. Im Übrigen hat er doch Geld auf seinem Konto. Leider nicht genug. Das Heim ist ein sehr gutes, weit, weit über dem üblichen Standard und somit auch kostspielig. Und alle mobilen Werte bin ich mit Herrn Schallings bereits durchgegangen. Ich will doch nur, dass es ihm gut geht. Und was glauben Sie, wie es ihm jetzt geht, wo er Sie nicht mehr sehen darf? Bitte? Die Heimleitung hat gegen Sie ein Besuchsverbot ausgesprochen. Ist sowas denn überhaupt erlaubt? Die Einrichtung gehört einem privaten Träger, der hat das Hausrecht. Schönwald, ich möchte einen Büttner besuchen. Tut mir leid, Frau Schönwald, ich kann Sie nicht reinlassen. Ja, ja, ich weiß. Das geht nicht. Halt! Lassen Sie mich los! Nein! Was ist denn hier Sascha? Los? Beruhigen Sie sich, bitte. Simone, ich mach das. Simone. Hören Sie. Wenn Sie wollen, dass das Hausverbot irgendwann wieder aufgehoben wird, dann müssen Sie jetzt gehen, sofort. Ich kümmere mich um ihn. Versprochen. Dankeschön.
Hallo, wer ist da? Caroline Ebert hier, von der Beratungsstelle. Aha. Also, ich habe den Hubert, das ist unser Notar. Ich nenne den nur Hubert, weil wir uns schon so... Das ist aber ein schöner Vogelkäfig. Was ist denn mit dem Inhalt? Gestorben. Also, ich habe den Hubert gebeten, Einblick ins Grundbuch zu nehmen. Und? Ja, so habe ich die Adresse des Käufers der Villa gefunden. Und dann habe ich einfach mal vorgefühlt, ob man den nicht überreden kann, vom Vertrag zurückzutreten. Ja, wahrscheinlich nicht, wo er gerade erst gekauft hat. Ganz genau, keine Chance, weil die Villa weit unter Marktwert verkauft wurde. Keine Ahnung, wie Schallings das hinbekommen hat. Wahrscheinlich kennt er irgendeinen bescheidenen Gutachter. Was hätte denn Schallings für ein Interesse daran? Also, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen und morgen eine einstweilige Verfügung am Hals haben. Aber ich habe eine neue Rechenaufgabe für Sie. Wenn ein Anwalt einem Käufer ein Haus mit dem Wert X zum Preis von Y verkauft und Y ist aber kleiner als X, wie viel Schmiergeld Z kann der Anwalt dann verlangen, damit sich das Geschäft für alle lohnt? Solange wir keinen Beleg für Z haben, ist das eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten. Dann muss es einen anderen Weg geben, Schallings als Betreuer abzusägen. Es tut mir leid, dass es meinem Vater so schlecht geht. Aber eins habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder was mit diesem intoleranten Arschloch zu tun haben. Und das nach 3 Jahren Therapie. Du bist ihm doch nie begegnet. Du weißt doch gar nicht, wie er ist. Ich weiß nicht, warum Ihr Vater diese Vorurteile hat, woher die kommen. So ein intelligenter Mensch. Aber Sie sind seine Familie. Sie sind seine letzte Chance. Weißt du überhaupt, dass Sie hier sind? Nein. Aber ich bin mir sicher, dass ich in seinem Sinne handle. Das glaube ich nicht. Wie soll ich ihn denn fragen, ob es ihm recht ist, was ich tue, wenn man mich nicht mal mehr zu ihm lässt? Was würden Sie denn an meiner Stelle machen? Er würde genau das Gleiche tun. Ja, ja. Das Wichtigste ist erst einmal, dass dieser Schallings keine Handhabe mehr hat über Max. Wenn das Gericht überhaupt einen anderen Betreuer akzeptiert, dann seinen Sohn. Außerdem sind Sie Jurist. Ich bin Medienanwalt. Ende. Entschuldigung. Steffen. Entschuldigung. Steffen. Es tut mir leid. Ich wollte wenigstens nichts unversucht lassen. Ich bringe sie noch zur Tür. Vielen Dank. Frau Schönwald, haben Sie mir etwa aufgelauert? Ja, wenn ich ehrlich bin, ja. Sagen Sie mir, wie es Max geht, bitte. Hören Sie, mein Dienst beginnt in 3 Minuten. Nach der Visite komme ich zu Ihnen, versprochen. Warten Sie so lange hier auf mich? Ja, ja, natürlich. Okay, bis gleich. Thank you.
Max. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich habe einen Arzttermin eingetragen. Außer Haus bis um 13 Uhr. Um 1 hole ich Sie hier wieder ab, Herr Büttner, ja? Viel Spaß. Den Riesling. Haben Sie den auch gekühlt? Leider nicht. Ja. Oh, gib mir 2 Paar Becher. Das wär's. Bing. Wiedersehen. Ich war bei Steffen. Hast du mit ihm gesprochen? Und? Was hat er gesagt? Max. Ich habe mich ihm gegenüber wie ein Idiot verhalten. Ich habe Dinge gesagt. Aber aus Sorge, aus Angst. Wovor? Dass er nicht glücklich wird in seinem Leben. Ich habe doch nichts gegen Schwul. Na, hör mal. Aber mein einziger Sohn. Danke. Oh. Du hast ja gar nichts gegessen. Ich habe heute zu viel gefrühstückt. Ha! Da erinnere ich mich aber an ganz andere Zeiten. Sevilla. Da habe ich dir jeden Morgen Tortillasans mitgebracht und du hast immer nur gesagt, mehr, 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 mehr. Und da warst du schon schwanger. Das war ich nicht. Aber es hört sich schön an. Eine schöne Erinnerung. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie es dir da drin jetzt geht. Was ist mit der Villa? Oh, die steht noch immer. Nee, nee. Schallings hat die Villa verkauft. Sie sofort auf damit! Ich werde nicht zulassen, dass Sie Herrn Büttner noch weiter bestehlen. Sie haben wieder Alkohol getrunken. Das sind alles Wertgegenstände. Ja, schön wär's, das sind Container voller Müll. Und das da? Was ist das? Glauben Sie mir, wenn ich davon irgendetwas verkauft kriege, geht das Geld selbstverständlich auf das Konto von Herrn Büttner. Natürlich. Sie denken ja nur an ihn. Und warum haben Sie dann eigentlich die Villa so billig verkauft? Das geht Sie überhaupt nichts an. Im Übrigen habe ich mich an der aktuellen Marktlage orientiert. Der Käufer hat für die Villa viel zu wenig bezahlt. Warum wohl? Wie viel Schmiergeld hat er Ihnen denn für die Vermittlung zugesteckt? 50.000 oder mehr? Bei allem Verständnis. Das geht jetzt wirklich ein bisschen zu weit. Das da? Das Bild? Das wollen Sie auch verkaufen? Was denn für ein Bild, Frau Schönwald? Das ist unser Abschlussball. Hey, jetzt hören Sie mal auf damit, Sie zerkratzen mir den ganzen Lack. Also, Schluss jetzt. Ach, Scheiße. Oh, Mann. Rufen Sie die Polizei. War doch jetzt nur ein Unfall. Rufen Sie die Polizei. Frau Schönwald. Frau Schönwald. Rufen Sie mal einen Arzt! Frau Schönwald? Ich
Hat er geschrien? Er wusste doch wegen der Wölfe. Er wusste doch. Er hat dann plötzlich die Wölfe gesehen. Deswegen hat er geschrien. Ja, aber er hat alles. Alles hat er gestohlen. Alles ist gut. Gestohlen. Nein, beruhigen Sie sich. Das Haus hat er gestohlen. Schlafen Sie sich jetzt mal. Das Haus hat er gestohlen. Sieht die Welt ganz anders aus. Unser Bild. Nicht aufregen, es bringt gar nichts. Ja, Sie bleiben erst mal hier und ruhen sich aus. Warum darf ich denn nicht nach Hause? Ich möchte nach Hause. Alles ist gut. Wir sind bei Ihnen. Ja. 200 mal 7 macht 1400. Geteilt durch 4 macht 350. 350 geteilt durch 20. Macht? Nein. Es geht gar nicht um den Umsatz. Es geht um was ganz anderes. Herr Bittner? Ich habe Besuch für Sie. Bitte schön. Danke. Hallo, Papa. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Da musst du dich bei deiner Freundin bedanken. Ja. Sie ist penetrant. Ist viel zu lieb für dich, finde ich. Sieh mal an. So wohnst du also. Nein, Papa, hier wohnst du. Mein Kopf. Der ist wie ein Bienenkorb. Summt. Aber es gibt keinen Honig mehr. Ich schwöre dir, ich wollte dich anrufen. Aber ich hatte Schiss. Es tut mir leid. Alles, was ich damals gesagt habe. Mir auch, Papa. Mir auch. Du bist mein Sohn. Ich möchte deinen Freund gern kennenlernen. Er ist nicht mein Freund, Papa. Wir haben geheiratet. Er ist mein Mann. Ja, dann ist es so. Morgen. Sie können mir glauben, ich habe mich nicht darum gerissen. Aber es gehört nun mal zu den Aufgaben des Betreuungsgerichts, auch über die Unterbringung von Patienten in der geschlossenen Abteilung zu entscheiden. Geschlossene Abteilung? Mir liegt ein Antrag auf Untersuchung eines Betreuungsbedarfs vor und so einem Antrag muss ich nachgehen, ja? Wer hat den Antrag gestellt? Wer? Oh. Schallings und Sie wollen mich wegsperren. Erstmal möchte ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Welches Datum haben wir heute? Was weiß ich? Ist doch völlig belanglos. Wie können Sie einen Menschen in dieser Situation sowas fragen? Und daran festmachen, ob er geistig gesund ist oder nicht? Frau Schönwald. Den Wochentag übrigens, den weiß ich. Denn der ist wichtig für mich. Am Dienstag ist Markt,
Am Freitag passe ich immer auf die Kinder meiner Nachbarin auf. Und am Samstag, da kaufe ich mehr ein, weil am Sonntag die Läden zu haben. Was soll also bitte eine Frau in meinem Alter mit einem Datum? Und was bitte hat der Bundespräsident damit zu tun, ob ich in meinem Alltag noch zurechtkomme oder nicht? Was schreiben Sie denn da auf? Dass wir recht haben. Aber... Die Frau hat einfach recht. Womit? Wir müssen diese Tests mal auf die Fragestellung hin überprüfen und nicht einfach gedankenlos übernehmen, als wenn es um die Führerscheinprüfung gehen würde. Da hätte ich übrigens auch einmal eine Frage an Sie, Frau Burkhardt. Also keine Frage, eher eine Rechenaufgabe. 4 Anwälte arbeiten in einer Kanzlei. Die Kanzlei hat 200 Klienten, die teil- oder vollbetreut werden. Schönwald, hören Sie auf. Was ist besser, wenn wir Ihr Verhalten Herrn Schallings gegenüber hier nicht weiter thematisieren? Ja? Nein, 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 es geht nicht um mein Verhalten gegenüber Herrn Schallings. Es ist ein ganz simpler Dreisatz. 200 Klienten mal 7 Stunden im Monat macht 1400 Arbeitsstunden. Diese geteilt durch 20 Arbeitstage, denn so viel hat im Durchschnitt einen Monat, macht 70 Arbeitsstunden am Tag. Die wiederum geteilt durch die 4 Anwälte in der Kanzlei macht am Tag pro Anwalt 17,5 Arbeitsstunden. Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Möchten Sie sonst noch etwas zur Sache sagen, Frau Wilhelmi? Ja. Ich war überrascht, dass Herr Schallings jedes Mal, wenn das Gericht eine Akte angefordert hat, diese zunächst überarbeiten musste, bevor die Akte rausging. Wollen Sie sich dazu äußern, Herr Schallings? Ja, ein ganz normaler und vor allem rechtmäßiger Vorgang ist. Die Stunden für einen amtlich bestellten Betreuer sind limitiert. Und machen wir uns nichts vor, eigentlich immer zu wenig für das, was geleistet werden muss. Ich kontrolliere nur, dass nicht die tatsächliche Arbeit, also zu viel, berechnet wird. Ich verstehe, dass Frau Wilhelmi gekränkt ist wegen der Kündigung, aber hätte sie genauso viel Engagement gezeigt in ihrer Probezeit wie hier bei dieser Anhörung, dann hätten wir das Problem. Das ist so eine Frechheit. Entschuldigung. Herr Grutten, warum wurde der Garten des Anwesens im Kaufvertrag als landwirtschaftliche Fläche deklariert, wofür man dann natürlich nur einen wesentlich geringeren Quadratmeterpreis erzielen kann? Weil der Garten damals, als die Villa gebaut wurde, genau als das ausgewiesen war. Ja, aber das ist über 100 Jahre her. Es hat aber nie eine Anpassung im Grundbuch stattgefunden. Frau Schönwald hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn 4 Anwälte bei 200 Klienten monatlich durchschnittlich 7 Stunden pro Klient abrechnen, müsste jeder Anwalt an jedem Arbeitstag über 17 Stunden arbeiten. Bei 5 Stunden im Monat pro Klient wären das immerhin noch 12,5 Stunden am Tag. Bei 4 Stunden im Monat immer noch 10 Stunden am Tag. Ruhe bitte! Herr Schallings? Ja, das wurde dann sicher zum Teil mit externen Kräften bewältigt. Ja, ja, sicher, natürlich. Klar. Ruhe! Ich werde das überprüfen lassen. Ist bereits veranlasst. Nach einer ersten Schätzung kommt Ihre Kanzlei pro Anwalt auf die außergewöhnliche Arbeitsleistung von 15 Stunden am Tag. Was ist das für eine Schätzung? Ruhe, bitte. Ruhe! Eine Strafanzeige wurde heute vor dieser Anhörung erstattet von Herrn Steffen Büttner im Namen von Herrn Max Büttner. Was? Aber wieso erfahre ich davon erst jetzt? Damit die Beamten, die gestern am Sonntag in ihrem Büro alle Akten beschlagnahmt haben, nicht auf leere Schränke stoßen? Frau Schönwald, ich
möchte mich bei Ihnen entschuldigen und ich hoffe, Sie nehmen diese Entschuldigung an. Ja, gern. Danke. Möchten Sie vielleicht noch was sagen? Es würde mich freuen. Ich denke, viele haben dazu beigetragen, dass Herr Schallings so mit Max umspringen konnte, wie er es getan hat. Jeder hat ein kleines Stück Verantwortung einfach weitergereicht. Der Nachbar an den Sozialarbeiter, der Sozialarbeiter an den Neurologen, der Neurologe an den Richter und der Richter an den eingesetzten Betreuer. Und das ist der Punkt. Wenn so viele verantwortlich sind, dann fühlt sich keiner wirklich verantwortlich. Verantwortlich dafür, den Betreuten zu fragen, was er eigentlich will. Oder es herauszufinden. Wenn er es manchmal nicht mehr so formulieren kann. Es geht hier nicht um die Schuld von Einzelnen. Ich meine uns alle. Ich weiß nicht, wie man es besser machen kann. Ich weiß nur, dass man es besser machen muss. Denn wir alle werden alt. Zu alt. Um jeden Tag für unser Recht zu kämpfen und zu bestimmen, was einmal mit uns sein wird.